Hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne The Lagiol Way of Life Bilderaktion vorstellen. Es geht dabei um Bilder aus dem Alltag, wie du dein Lagiol entsprechend benutzt, verwendest, wo man die Leidenschaft beim Benutzen deines Lagiols sehen kann, und zwar auf einem Foto. Unser Kunde Dieter Baumann, ein OL Premium Goldkunde, hat uns entsprechend ein Motto geschickt, und das fand ich total süß. Das heißt, verwende mich, in Klammern natürlich das Lagiol, und siehe dein Lächeln im Spiegel, falls dein Spiegel breit genug ist. Das fand ich natürlich total schön und passend für diese Aktion, und die genauen Spielregeln dieser Aktion, die erkläre ich gleich. Nachdem wir immer wieder Bilder zugeschickt bekommen haben von unseren Kunden, wie diese im Alltag ihr Lagiol einsetzen, ob es jetzt beim Frühstück ist, beim Mittagessen, im Wald, wo auch immer ihre Freude und Spaß hatten, kam uns die Idee, eine Bilderaktion ins Leben zu rufen. Und dafür möchten wir gerne hier einige Spielregeln aufstellen, und es geht einfach um Folgendes: erstmal grob das Konzept skizzieren. Das heißt, ihr schickt in den nächsten 4 Wochen Bilder ein, so wie ihr das Lagiol-Taschenmesser entsprechend einsetzt. Das Thema ist also The Lagiol Way of Life. Das heißt also, das Verwenden deines Lagiol-Taschenmessers im Alltag. Dabei kann natürlich ein Lagiol-Taschenmesser, ein Steakmesser, ein Sommelier oder eben ein Lagiol-Küchenmesser benutzt werden. Und zwar, es geht darum, was du damit so alles machst. Ob du jetzt einmal entsprechend dein Steak im Restaurant schickst, ich werde im Hintergrund immer wieder Bilder einblenden, die zum Beispiel entweder ich gemacht habe oder Kunden von uns gemacht haben, so dass du eine Idee hast, in welche Richtung das geht. Es geht also hauptsächlich darum, was du mit deinem Lagiol machst, und es geht auch vor allem darum, dass du deine Leidenschaft und deine Freude am Benutzen deines Lagiols zum Ausdruck bringst über dieses Foto. Dabei geht es gar nicht darum, dass das Foto richtig phänomenal kunstvoll und nach alle Regeln des fotografischen professionellen Machens da entsprechend dein Bild arrangierst, sondern es geht eigentlich nur darum, dass du deine Leidenschaft transportierst über das Bild. Dass man also in dem Bild auf jeden Fall das Lagiol-Taschenmesser sieht. Man muss es aber nicht komplett ganz sehen. Es reicht, dass man es erkennt, dass es ein Lagiol-Taschenmesser ist. Also ob man entsprechend auch die Biene sieht oder vielleicht der schöne kunstvolle Rücken oder die Silhouette des Lagiol-Taschenmessers. Und mir geht es aber darum, und das ist ganz wichtig, dass ich erkenne, dass es kein chinesisches Lagiol-Taschenmesser ist, sondern es muss von einer Marke, welches in Frankreich hergestellt ist. Und da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn du mir entsprechende Bilder schickst, dann musst du mir ein paar Angaben dazu machen, zu dieser ganzen Sache. Aber nur mal ganz kurz, das heißt also, es geht nicht darum, dass man das gesamte Messer sieht, und es geht auch nicht darum, dass das Messer aber auch irgendwo in weiter Ferne zu sehen ist. Das heißt, dass das, was du mit dem Lagiol-Taschenmesser machst, muss im Vordergrund sehen, und das Messer selber. Also es muss nicht jetzt riesengroß über den ganzen Bildschirm zu sehen sein. Es geht nicht darum, dass man hier neue Lagiol-Taschenmesser präsentiert, sondern es geht darum, was du damit machst. Aber dennoch muss ja nicht nur die Aktion selber, zum Beispiel wenn du damit ein Steak schneidest, muss man ja nicht das geschnittene Steak sehen, sondern man muss natürlich auch daneben zumindest das Lagiol-Taschenmesser entsprechend sehen, so dass man erkennt, dass du vielleicht das damit geschnitten hast. Also wir wollen damit praktisch auch den anderen Teilnehmer oder den anderen Zuschauer zeigen, wie deine Leidenschaft im Alltag mit dem Benutzen des Lagiol-Taschenmessers über dieses Medium Video und Foto transportieren kannst. Ich werde also nur Bilder vorstellen, keine Videos. Und es läuft ja so, nach dem Erscheinen dieses Videos hat man dann 4 Wochen Zeit, die Bilder mir per E-Mail einzureichen. Danach
werde ich ein Video machen, wo ich all diese Bilder vorstelle. Natürlich nicht alle, denn ich weiß jetzt doch nicht, ob es vielleicht nur 20 Bilder kommen oder 200. Das muss ich dann natürlich zeigen. Das ist das erste Mal, dass wir eine solche Aktion jetzt hier, eine Bilderaktion machen. Und deswegen werde ich entsprechend aussortieren, die Bilder, die Kriterien, die ich gleich sage, erfüllen. Und das werde ich gleich in einem zweiten Video nach den 4 Wochen vorstellen. Ich werde diese durchnummerieren und dann haben natürlich die Zuschauer die Möglichkeit, diese Bilder zu bewerten mit 1 bis 5 Sterne. Es müssen nicht alle bewertet werden und am Ende werden diese Sterne zusammengezählt bzw. einen Durchschnitt daraus gemacht und ich möchte erreichen sogar, dass diese Bilder auch von den Schmieden mit bewertet werden. Das heißt also, ich werde versuchen, 2, 3 Schmieden, je nachdem wie viele sie daran beteiligen möchten, das Video entsprechend auch einzusenden mit den Bildern, die da zu sehen sind und vielleicht erreichen wir auch, dass die Schmieden sich mitbeteiligen und mitbewerten, wobei dann natürlich die Bewertung der Schmieden am Ende mit hineinkommt. Als größerer Faktor, das heißt also, wir haben da 3 Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das heißt also zum einen die Zuschauernote, welches das Bild da entsprechend die meiste Punktzahl bekommt. Dann haben wir die Note der Schmieden und dann haben wir noch die Note von Mr. Lagiol. Und dann werde ich natürlich die Bilder entsprechend vorstellen, die nach den jeweiligen Bewertungen die meisten Punkte bekommen hat. Und dann werde ich diese drei Kriterien oder 3 Punkte nochmal zusammen addieren und davon einen Schnitt machen und entsprechend dann der Hauptgewinner. Hauptgewinner bedeutet, was kann man dabei gewinnen? Es ist nicht so wie bei den anderen Aktionen, die ich ja mache, wo man Rabatte oder Gutscheine bekommen kann. Hier geht es bei dieser Aktion nicht darum, etwas, also Geld zu bekommen, sondern hier geht es darum, die Leidenschaft, die Liebe, die du hast zu deinem Messer zu fördern. Und da suchen wir auch noch Ideen. Wenn du Ideen hast, kannst du natürlich auch gerne entsprechend hier unter den Kommentaren oder mir auch eine direkte E-Mail schicken, die ist hier oben eingeblendet. Und da ist etwas, aber es muss als Gewinn etwas sein, was deine Leidenschaft, deine Liebe entsprechend zum Ausdruck bringt. Und es geht nicht darum, dass du nochmal Prozente bekommst oder nochmal Gutschein bekommst. Das haben wir bei den anderen Aktionen. Hier geht es also um was ganz anderes, ums Lagiol im Alltag. Aber fangen wir erstmal an mit den verschiedenen Spielregeln, die wir haben. Also, es geht dabei also um den Einsatz von dem Lagiol im Alltag, wo man also sehen kann, was du damit machst. Das bedeutet, erstens dürfen auf diesem Foto, das mal vielleicht zu den Bedingungen zuerst, also Teilnehmer dürfen nur diejenigen daran also teilnehmen, die ein Kunde bei originallagiol.de sind oder in den nächsten 4 Wochen werden. Das heißt also, Leute oder Kunden, Zuschauer, die nicht Kunde bei originallagiol.de sind, können an dieser Aktion nicht teilnehmen. Die dargestellten Messer, mit denen man schneidet, müssen aber nicht bei uns gekauft worden sein. Das heißt also, du kannst wohl Kunde bei originallagiol.de sein, aber das Taschenmesser, das du darstellst, sollte, wenn das möglich ist, natürlich dein Lieblingstaschenmesser oder das Taschenmesser, was du öfters mitnimmst, das muss nicht von uns gekauft worden sein. Das kann einfach irgendein Messer aus deiner Sammlung sein, welches du in dem Moment entsprechend Lust hast, das zu benutzen. Ja, das ist also keine Vorgabe. Wichtig ist aber, dass, wenn du das Messer bei einem Mitbewerber gekauft hast, keine Symbole von dem Mitbewerber auf den Fotos drauf sind. Verständlicherweise möchte ich natürlich in meinen Videos nicht Werbung für die Mitbewerber machen, sondern es geht hier um die Lagiol an sich. Kannst du gerne bei einem Mitbewerber gekauft haben, aber seine Symbole, manche haben ja bestimmte Zusätze, die man dabei legt, manche haben Broschüren, manche haben auch die Rechnung natürlich und all diese ganzen Sachen dürfen dann nicht zu sehen sein. Das heißt also, in dem Moment, wo ich auf dem Foto erkenne, woher das Taschenmesser gekauft worden ist, wird dieses Foto nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen. Natürlich können dann diese Wettbewerb
Laguiole Schmieden teilnehmen, die auch älter sind, die wir gar nicht im Programm haben. Wie schon sagte, das hat ja nichts mit unserem Messer zu tun. Die müssen nicht nur bei uns gekauft worden sein, sondern es können auch bei den Mitbewerbern, aber auch solche sein, die wir gar nicht im Programm haben. Ja, es muss aber sein, wenn du mir dann das Foto schickst und pro Teilnehmer darf maximal 2 Fotos eingereicht werden, bitte in einer maximalen Auflösung. Ich mache hier 4K Videos, da kann ich also mit einem 500x500 Pixel großen Foto nichts anfangen. Also es muss schon, wenn das geht, die Originalgröße, die du entsprechend auf deinem Handy oder Fotoapparat hast, weitergeschickt werden. Und wenn entsprechend deine E-Mail solche größeren Bilder nicht schafft, dann kannst du natürlich auch gerne 2 einzelne E-Mails schicken pro Foto. Das reicht eigentlich in den meisten Fällen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, über WeTransfer.com auch größere Mengen von Bildern zu schicken. So, dann haben wir die Bedingung, wenn du entsprechend das Messer im Einsatz hast, darfst du ja nicht damit lebendige Tiere schneiden, Insekten oder sonst was, sondern höchstens totes Fleisch, wie zum Beispiel Steak oder Gemüse, was auch immer, aber eben halt nichts Lebendiges. Man darf auch kein Blut auf den Fotos zu sehen sein. Also hier geht es um die Liebe zu dem Messer und nicht um irgendwelche Horrorfotos, die einen erschrecken sollen. Ja? Also diese Fotos sollen deine Liebe, deine Leidenschaft transportieren. Was haben wir noch auf dem Punkt? Wichtig ist, dass das Thema Personen, die darauf abzubilden sind. Das heißt also, natürlich kannst du mit auf dem Foto sein. Wenn du selber mit dem Gesicht auf dem Foto zu erkennen bist, dann musst du das bitte in deine E-Mail schicken. Das heißt, ich werde gleich auch zum Schluss sagen, welche Daten die E-Mails enthalten müssen. Wenn du natürlich andere Personen darauf abbildest, egal ob es deine Frau ist, Freunde oder sonst jemand, ist natürlich wichtig, dass man das Einverständnis dieser Person hat, dass die hier öffentlich gezeigt werden können in meinem zweiten Video, wo ich die Bilder zeige. Das heißt, man muss ja auch Einverständnis haben dieser Person und das ist nicht ganz einfach. Das heißt, ich empfehle an dieser Stelle nicht unbedingt fremde Personen mit aufzunehmen auf dem Foto, zumindest deren Gesicht nicht zu zeigen. Vielleicht kannst du entsprechend das Bild auch schneiden, denn ich werde diese Bilder, die ihr schickt, nicht bearbeiten, nicht schneiden, nicht irgendwie präparieren, sondern ich werde die original, so wie du mir das schickst, entsprechend in dem Video einblenden. Dann, wenn du Menschen abbildest, müssen diese angezogen sein. Also wir möchten hier keine Pornografie oder keine nackten Menschen zeigen, egal ob Mann oder Frau, sondern es geht hier nach wie vor, ich muss nur mal sagen, um die Liebe zum Messer. Und da muss man natürlich auch immer unterscheiden, wie viel von den Menschen zu sehen sei. Ich meine, wenn du es natürlich im Sommer am Strand machst und die Person entsprechend im Bikini ist, das ist grenzwertig, muss ich dann entsprechend in dem Moment individuell entscheiden, wenn ich das Foto sehe, ob das noch ästhetisch ist und ob dann in dem Bild natürlich die Liebe und die Leidenschaft am Strand zu erkennen ist. Was haben wir noch? So, jeder Teilnehmer darf maximal 2 Bilder einreichen und die Messer, und das ist wieder ein wichtiger Punkt, das Bild muss ein echtes Bild beim Einsetzen deines Laguioles zu sehen sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass du ein Bild schickst von irgendeinem tollen Steak und dann im Nachhinein das Laguiole da drauf legst auf diesem Bild durch fototechnische Programme oder Software, die es gibt. Ich meine, klar, wenn du ein Profi bist, wirst du es machen und ich werde es nicht merken, das ist ja klar, aber wenn ich das merke, dann werde ich das Foto entsprechend wegsortieren und nicht zeigen, denn mir geht es darum, nicht um irgendwelche zusammengestellten Kunstfotos, sondern mir geht es einfach darum, dass man, wie schon sagte, das Laguiole im Einsatz sieht auf dem Foto, wenn das natürlich möglich ist. Ja, also die Bedingung ist, zu zeigen, was du da gemacht hast und das Messer, das dazu gehört, mit dem du das getan hast, entsprechend auch mit einzublenden. Was haben wir noch für... Ja, das wären so ungefähr die,
die meisten Regeln. Und am Ende, dann, wie ich schon sagte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das heißt also, wenn das zweite Video kommt mit den ganzen Fotos, die ich dann zeige von euch, dann haben die Teilnehmer, die Zuschauer die Möglichkeit, die Teilnehmer zu bewerten mit Sternen von 1 bis 5. 1 ist eben halt schlecht oder ist wenig. 5 ist das Maximale, was man geben kann. Man muss auch nicht alle Bilder bewerten, aber all diese Regeln, wie man die Bewertung vornimmt, werde ich entsprechend im zweiten Video zeigen. Dann werde ich, wie schon sagte, versuchen, die Schmieden entsprechend mit einzubinden oder vielleicht ein oder zwei Schmieden, nachdem wie die entsprechend Zeit haben. Und dann bewerte ich die ein oder andere Bild und daher haben wir dann eine schöne gesamte Summe. Und wie schon sagte, wenn ihr Ideen habt, wie der Gewinn aussehen soll, wo der Gewinn entsprechend die Liebe und die Leidenschaft transportiert, da bin ich sehr dankbar und da bin ich auch sehr gespannt entsprechend über eure Einsendungen. Und wichtig ist also nochmal zum Schluss zu sagen, dass sowohl die Teilnehmer als auch diejenigen, die das Bild bewerten, beide müssen Kunden von originallagiol.de sein. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die Einsendung deiner E-Mails. Also, die Einsendung deiner Bilder per E-Mail. Du kannst entweder eine oder zwei E-Mails schicken, je nachdem wie groß dein Bild ist, oder ansonsten schick die Bilder per WeTransfer.com. Da kann man ja bis zu 2 GB große Dateien schicken. Und in dieser E-Mail schreibst du dann entsprechend, ob wir deinen Namen mit veröffentlichen dürfen, denn ich sagte ja, die Bilder werden benannt und ich kann schreiben Bild Nummer 1, 2, 3, 4 und so weiter. Oder ich kann schreiben Bild 1 von H. Schmidt aus Hamburg schreiben oder von Harald Schmidt aus Hamburg oder nur von Schmidt und so weiter. Das heißt, du bestimmst, was ich unten auf dem Bild schreibe. Wenn du nichts Explizites schreibst, dann oder es nicht eindeutig schreibst, dann schreibe ich nichts, sondern ich schreibe nur Bild 1, Bild 2 und so weiter. Und wenn du erwähnt haben möchtest, was auch immer, dann schreibe darunter, wie ich das auch schreiben soll, wie es veröffentlicht werden soll. Dann schreibst du mir, wenn Personen darauf zu sehen sind, ob du das selber bist. Das ist ganz wichtig und dass du damit einverstanden bist, dass man entsprechend dein Gesicht in den nächsten Video veröffentlicht werden kann. Und wenn noch andere Personen zu sehen sind, dann muss ich wirklich von jeder einzelnen Person eine entsprechende einzelne Bestätigung haben, dass deren Gesicht oder dieses Foto speziell eingeblendet und veröffentlicht werden kann. Ja, dann, nachdem die Einsendung da stattgefunden hat, nach den 4 Wochen, da werde ich entsprechend die aussortieren und dann im zweiten Video präsentieren. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einsenden der Bilder und beim Fotografieren. Ihr könnt natürlich ganz neu fotografieren, ihr könnt ja alte Fotos nehmen, wie auch immer. Ich freue mich auf eine sehr, sehr zahlreiche Einsendung und mal schauen, wie lang das zweite Video sein wird, wo ich die schönen Bilder von euch vorstelle, wo wirklich eure Leidenschaft und Liebe zu dem Lagiol zu sehen ist. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.